Ja, mit deiner Diamantspitzhacke, die du da gefunden hast, hast du natürlich einen Papst mit der Tasche, ne? Oh, scheiße, ich habe ja hier fast keine Diamanten, ey. Kacke. Kackwurst. Achso, das war bei mir jetzt noch gewesen hier. Ja, stimmt. So, pass mal up. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn jetzt hier, ey? Das ist schon mal sehr gut. Damit kann man arbeiten. Ach du Scheiße, ich muss mir auch mal eine Kiste für Schwarzpulver anlegen, unbedingt. Auch wenn das jetzt nicht so der geilste ist, ja. Schwarzpulver, 1, 2, 3. Der vierte Stack. Der vierte Stack. So, pass mal auf. Habe ich jetzt hier die Schienen, Mensch? Habe ich die Schienen oder nicht? Bin ich der Schienenkönig? Schienen? Ja, habe ich. Ja. Habe ich. Alter, da bin ich auch schon ganz geil drauf, dass man dann wirklich demnächst mal ein bisschen was mit den Schienen macht. Und gerade das. Ja. Ne? Ja, so ein bisschen was mit den Schienen machen, ne? Ja, man muss offen dafür sein. Ja. Ne? Man muss auch mal offen für Neues sein. Nein. Ja. Ausflugskiste. Achso, ja gut, da kann ich das mal hinmachen. Oh, erstmal wieder meinen Fackelbestand auffüllen. So, habe ich auch mal eben schnell gemacht. Fackelbestand. Jörg Fackelmann, der kleine da könnte man vielleicht für verklagt werden. Nee, ich meinte Vergeltung für Gott und die Welt und für alle und überhaupt. Welche Vergeltung? Was? Ach, ich habe gesagt Vergeltung, ne? Ich meinte Vergebung. Vergeltung. Wo gleich so ins Extreme reingehen. Geil. Weizensamen ist auch voll. Wo tue ich denn jetzt den anderen Rotz hier hin? Wo habe ich das denn alle hier? Spinnenfäden. Wahrscheinlich im zweiten Lager, ne? Das ist ja eigentlich so ein bisschen Blödsinn alles. Ja, vermute ich jetzt einfach mal. Okay. Oh, Alter. Lass mich raus. Und was machst du da gerade, Herr von Zitzewitz? Ernte gerade ein paar Eichenholzbäume. Und bring die jetzt ins Gemeinschaftslager. Sehr schön. Hallo. Können Sie mich hören? Hallo. Hallo. Wo sind Sie? Knochen. Da sind die Knochen. Bei Knochen habe ich letztens mal gebrochen. Boah. So, aber die Lagerarbeiten hier müssen auch mal sein. Pass mal up, ey. Ah, da. So. Gammelfleisch kommt in der Küche, ne? Wenn man mal Besuch bekommt, ne? Ne? Dafür ist das gute Mi, da fließt der gute Mi. Mi. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Da habe ich ja auch nochmal Samen, Getreidesamen gehabt, hätte ich ablegen können. Ach, was das denn hier? Ich habe ja hier gar keinen Plattenspieler. Das ist doch schon ein, oder nicht? Habe ich gedacht. Das war wieder im Inselparadies. Das heißt, als nächstes werde ich mir hier mal einen Plattenspieler machen. Oh ja.
Alter, so jetzt erstmal hier was for the kitchen. For the kitchen. Zup. Eine Karotte. Wie kam ich denn zu der... Oh. Voll. Jetzt weiß ich auch, warum die eine Karotte bei mir in der Atomwaffenkiste to go lag. Weil ich hier die Doppelkiste voll habe in der Küche. Wie sieht das denn bei mir damit aus? Das sieht gut aus. Boah, anderes Lied. Was machst du gerade noch, sagst du? Am Bäume fällen. Ah ja, stimmt. Das ist Gemeinschaftslage. Sehr. Ey. Sehr. Ja, mehr. Sehr. Ich will mehr. Du willst mehr? Nee. Geschlechtsverkehr oder? Nee. Nicht? Dachte ich mir. Nee. Ja, so mit Geschlechtsverkehr, da hast du es nicht so mit, ne? Nee. Weil dir das Werkzeug dazu fehlt, oder? Da muss man lieber selber Hand an dich. Ich dachte, weil dir das Werkzeug irgendwie abhanden gekommen Leben noch ist. In der Küche. Was? Lepra in der Küche? Was? Lepra in der Küche? So, jetzt will ich mal eben was Bestimmtes verzaubern, auch wenn ich da eigentlich gar nicht das Material für habe. Auch verzauber doch mal was. Ich habe mir überlegt, ich verzauber mal was. Okay. Stiefel. Oh, ich süß. Ich hab da das Stiefel. Ruf bei Zalando an. Der Stiefel. Und jetzt mache ich mir ein Lord Helmchen. Ne? Das ist auch noch relativ günstig, ne? In einer Reproduktion. Ja. Lord Helmchen. Richtig aus. In the production. Oh, fuck, ey. Das ist ja nichts. Das ist gar nichts, was ich da habe. Gar nichts. Aber das ist eine gute Investition. Alter, ich brauche unbedingt Diamanten, ne? Ich habe hier fast nichts. Ich brauche Diamanten. Wie oft ist das schon in Lava reingefallen? Bei dir? Ja, man weiß es nicht. Oh, ich weiß es. Ich habe es aufgezählt irgendwo. Ja? Oh fuck. Ich habe auf den Helm drauf gekriegt, schusssicher 4. Scheiße. Hey, das lohnt sich. Ja, unheimlich auf dem Helm. Weißt du, anstatt der Atmung drauf zu kriegen oder Wasseraffinität oder so, ja, ne? Toll. Das war ja ein Schuss im Ofen. Schusssicher auf den Helm. Das war jetzt, das hätte ich mir auch fast echt schenken können. Jetzt bin ich sehr enttäuscht und ich denke auch gerade einen kurzen Moment darüber nach, mir das Leben zu nehmen. Oh, ich will zusehen. Oder mach Webcam an. Ja, das ist klar, weißt du, immer diese Sensationsgeilheit. Anstatt zu sagen, nein, Reichsgraf, aber muss nicht. Aber musst du vorher auch, hier musst du erstmal draufladen bei YouTube. Ach, damit das noch hochgeht, ne? Kriegen wir noch mehr Klicks. Ja. Hey, geil. Er stirbt vor laufender Kamera. Wie cool. Ja, muss man sagen. Ja. So, jetzt hau ich mir erstmal noch wieder Spitzhacken ins Inventar rein. Denn Spitz geht die Welt. Ja. Ich wollte sagen, Spitz geht die Welt zugrunde. So. Ah. Mein Gott, nee. Ganz schwer, die Sprache. Klar. Nasenhaar. So, da habe ich jetzt wieder 3 niegelnagelneue Eisenspitzhacken plus die gebrauchte im Angebot. 3 Schütten. Ich wäre ja schon wieder fast ausgerüstet für eine Schandtat, aber der Chantal. Ach so, pass mal auf. Weißt du, was wir machen könnten? Was denn? Und zwar könntest du dich auch mal ausrüsten wieder
Und zwar, um Sachen abzubauen. Das heißt, vor allen Dingen auch viele Holzäxte. Ja. Viele Holzäxte. Ja, also jetzt Äxte. nicht jetzt, dass die aus Holz, sondern du weißt, ne? Ja. Ich war jetzt so dabei, weißt du, um Holz, und da war dann so mein Gedanke. Ja. Ne? Du weißt jetzt wieder, was ich meine, ne? Und nimm dir am besten auch mal ein Stack Erde mit zum Hochbauen. Hab ich da. So. Okay, das heißt, ganz, ganz viele Äxte. Achso, die könnte ich mal eben reparieren. So, nehme ich diese Axt und diese Axt gibt eine neue Axt. So, und jetzt brauche ich noch was Erde, weil wir könnten nämlich jetzt gleich mit was anfangen. Und ein Stack Erde zum Bauen. Und zwar werden wir jetzt nämlich gleich mal etwas... Also pass auf, ich mache mich jetzt... ich gehe jetzt schon in die Richtung, ne? Ja, mach du mal. Und zwar kann ich dann in der Zeit, wie ich da jetzt schon mal in die Richtung laufe und vorher hier gegen den Zaun laufe und und schon wieder gegen den Zaun laufe. Au, da war ein Holzsplitter. Ah, und dann genau in der Höhe von meinem... So... so, und zwar werden wir hier jetzt mal, ja, man kann es ja, also mal ich, warum soll ich immer alles verschönen und so, was andere versaubeutelt haben oder sogar die Schuld auf mich nehmen, was andere versaubeutelt haben. Jetzt rede ich mal Tacheles. Wir haben hier natürlich, ja gut, mittlerweile hat man zwei Schandflecke. Nein. Aber wir haben natürlich hier schon einen älteren, richtigen Schandfleck hier bei uns. Und um den werden wir uns jetzt mal kümmern. Ach, guck mal, wer da schon ist. Ja, so, ich muss eben Holz wegkümpfen. Und zwar werden wir... Wir haben ja vor, hier fleißig zu bauen weiterhin. Also das bleibt nach wie vor alles so bestehen. Schönes Bild hier übrigens gerade. Da sieht man ja schon wieder neue Projekte. Da hinten der Leuchtturm, hier vorne die Schmiede, dahinter das Gemeinschaftslager. Links hinten sieht man sogar noch das Gewächshaus. Das sind alles neue Projekte, die im Prinzip ab Folge 501 entstanden sind. Folge 500 war ja unsere geile Special-Folge gewesen. Was ja im Prinzip ja eigentlich ein Minecraft-Film gewesen ist. Und ab Folge 501 haben wir hier gebaut, wie die Berserker. Und da wir natürlich weitere geile Projekte vorhaben zu bauen, dieses komische Schuhschachtel-Gedingsbumse nimmt uns eigentlich einen richtig schönen Bauplatz weg. Und wir hätten natürlich auch noch Bauplatz, ne? Aber ganz ehrlich... Dieser Schandfleck, der ist jetzt genau hier, ja, in dem Bereich, der ja schon bebaut ist. So, und das heißt, da haben wir uns jetzt entschieden, wir werden jetzt diesen Schandfleck komplett abreißen. Und alles, was wir hier abbauen, und zwar wirklich alles, kommt ins Gemeinschaftslager rein. Ne? So, ja. Und damit fangen wir jetzt schon mal an. Also hier diese Felder, ne, die lassen wir erstmal. Genau, wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Schuhkarton da. Und das Beste ist natürlich, wenn wir natürlich von oben anfangen, ne? Ja. Wir müssen natürlich nur gucken, wenn wir da jetzt abbauen und Sachen runterfliegen, dass wir die natürlich dann auch einsammeln, bevor die wieder despawnen. Jo. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier oben an. Pass auf, baust du mal eben eine Treppe hoch? Ja. Oder mach doch eben direkt eine Treppe hoch. Dann können wir die da beide benutzen. So, und dann gehen wir da nämlich oben aufs Dach und ich mache erstmal eine andere Mucke an. Ja. Ah. So, pass auf. Oh, Fackel. Da mache ich schon mal hier das weg hier. Damit wir die einsammeln. Fackeln, ne? Wir nehmen ausnahmslos alles fürs Gemeinschaftslager, auch die Fackeln, ne? Ja, da können wir dann auch eine Kiste anlegen. Für Fackeln. Weil auch die landen ja dann jetzt im Gemeinschaftslager. Ich hatte exakt
64 Fackeln dabei gehabt, weil ich meinen Stack vorhin wieder aufgefüllt habe. Das heißt, alles andere kommt jetzt gleich direkt ins Gemeinschaftslager. Und ansonsten hatte ich ja nur Werkzeug bei gehabt. Ja, das heißt, auch das ist dann leicht zu erkennen. Ich hatte sonst nichts im Inventar, also kommt alles weg. So, da ist noch eine Fackel. Okay. So, dann komme ich jetzt auch hoch. So, die Fackel kann weg. So, ach Gott, ja, gut. Komm, sammle ich mal ein hier. Weil nicht, dass die Fackeln irgendwie vom Dach runterfliegen hier. Egal, egal. Uah. Oh nein. Was denn? Nee, nichts. Was hast du jetzt erzählt? Nee, ich habe jetzt einen Erdblock auf so einen Glasblock drauf gebaut. Ah, das ist natürlich... Obwohl ich da am Abbauen war. Ja, das ist... Also, jetzt kann ich verstehen, warum du einem das verschweigen wolltest. Das ist ja schon... Ne? Du hattest Angst gehabt, dass ich dich einweisen lasse, ne? Ja. Ja. Dein rechter Finger zittert so. Ja, ja, ja. Der rechte Finger, ja? Ja. Von der rechten Hand. Ach,